Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Informationsvideo für Ihre Online-Aufstellung. Dass Sie sich vorstellen können, was da genau passiert. Sie bekommen von uns einen Fragebogen, natürlich elektronisch, den Sie ausfüllen sollten mit allen Ihren Daten und ein paar Fragen. Und diese Fragen werden in den Algorithmus eingearbeitet, vollautomatisch. Und aus dieser Basis können wir uns dann unterhalten, so wie wir es jetzt machen per Zoom. Einmal ein kurzes Gespräch zum Anfang, dann werde ich auf Ihre Daten umschalten. Das heißt, ich teile meinen Bildschirm. Sie sehen dann für sich, Sie werden da eingetragen in die Software, das Aufstellungsmodul. In diesem Aufstellungsmodul können Sie sich einige Themen aussuchen oder Sie können sich Fragen aussuchen zum Leben oder Sie können sich ganz allgemeine Themen selber aufstellen, dass Sie sagen, okay, da möchte ich gern 2021 aufstellen mit Dingen, die ich dazu andenken möchte. Aber wir werden heute mal was Allgemeines machen, dass man sieht, okay, das sind so die allgemeinen Themen im Leben und Sie als Klient werden hier aufgestellt. Das heißt, als Klient oder als Klientin, das geht vollautomatisch, ich trage nur Ihren Namen ein, sieht man dann, der Klient Nummer 1 jetzt wäre eher Familie und ein bisschen auf Geld. Die Klientin wäre eher partnerschaftlich und Selbstfindung. Und dann kann man dementsprechend hinterfragen, was steckt da dahinter, hinter diesem Klient. Dann kann man hier auf Klient gehen und kann man mal fragen, welche Ziele hat dieser Mensch oder haben Sie als Klient, welche Wege gibt es dafür? Und das kann man sich dann anschauen. Also von den Einflüssen her kann man dann sagen, okay, bei diesem Klienten geht es um Selbstfindung, es geht um Geld, es geht um eine Reisegeschichte, um Erfüllung und Zufriedenheit, Partnerschaft und Familie. Das kann man dann ausleiten oder besprechen. Über das kann man sich Gedanken machen. Man kann dann sagen, okay, man möchte auch andere Themen haben, eher alte Themen, eher allgemeine Themen, Bedürfnisse. Man kann natürlich aber auch den Computer entscheiden lassen, was er als wichtigsten Faktor sieht. Sollte aber immer warten, bis er auch wirklich alles ausgeglichen ist. Und wenn etwas ausgeglichen ist, dann sieht man, wo sich dieser Klient oder wo Sie sich dann hinbewegen. Da drückt man hier einmal hin und dann bewegt sich dieser Klient schön in die Mitte oder zumindest zur Mitte hin, was immer gut ist, weil dort gehört man hin. Jetzt werden wir bei der Klientin, wenn Sie eine Klientin sind, dasselbe machen, aber jetzt lassen wir mal den Computer entscheiden, was die wichtigsten Faktoren sind. Da geht es um Selbstwert und Erfolg und Achtsamkeit und Demut in den positiven Gefühlen. Also man sieht, da geht es um persönliche Daten, persönliche Entwicklungen, die für diese Person relevant sind. Also so kann man sich durch diese Aufstellung hindurcharbeiten und man kann dann immer schauen, wo sich eine Person hinbewegt, wenn sie sich mit diesen Themen auseinandersetzt, wie zum Beispiel Selbstwert und wie hier zum Beispiel mit Achtsamkeit und Demut. Wenn es dann quasi bereinigt ist, dann ist wie ein Was-wäre-wenn-Spiel, wo wird sich die Person hinbewegen, wenn sich diese Themen aufarbeiten lassen würden, dann geht es Richtung Projekte. Und so kann man dann natürlich auch irgendwelche Projekte dazustellen, dass man sagt, okay, das Projekt 1 ist zum Beispiel irgendwas Firmentechnisches und das Projekt 2, das denke ich mir jetzt andere, Projekt 2 ist etwas Familiäres und dann kann man sagen, okay, das bringt jetzt Erfolg, das ist eher was für die Familie und dementsprechend kann man auch die hinterfragen, was hinter dem Projekt steht, was man hier vielleicht noch beeinflussen kann oder tun kann. Man kann reingeben, wo 2021 da ist, da geht es um Gesundheit oder 2022. Da kann man viele verschiedene Themen eingeben und die dann immer auch mit diesem Punkt hier hinterfragen und dann die Einflüsse oder die allgemeinen Themen dazu machen, wie zum Beispiel körperliche Traumata, das werden da aufgearbeitet, Ahnenbelastungen, das geht sehr weit in die Tiefe und auch ein Vaterthema ist bei diesem 2022 ein Thema. Also da kann man sich dann Gedanken machen. Wir werden in 20 Minuten nicht viele Themen auf einmal durchspielen können. Es sollte auch nur mal ein Angebot sein, dass Sie das kennenlernen, dass Sie schnuppern, damit Sie ungefähr wissen, um was es geht. Für mehr können Sie natürlich bei uns immer anmelden oder sich auch für Ihre Praxis oder für Ihr Coaching-Business auch das als Ihr Modul zusammenarbeiten oder zusammenstellen lassen für Ihre Bedürfnisse. Da kommen wir vom Institut für personalisierte Prävention für alle Themen in Frage. Okay, das wäre es von meiner Seite. Ich danke, dass Sie sich jetzt kurz diese 2 Minuten Zeit genommen haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wirklich kennenlernen würden in so einem Zoom-Call. Und in dem Sinne wünsche ich frohe Weihnachten, eine schöne Zeit, eine ruhige Zeit und einen erfolgreichen Start in 2021. Herzlichen Dank.